Dann wollen wir uns mal den Wassertempel vornehmen. Und der beginnt direkt unter Wasser. Das ist auch sehr passend, treffend. Die Musik ist wieder etwas tempelartisch. Sie verheißt jede Menge Rätsel und Kämpfe. Und man kann davon ausgehen, dass man viel Ausdauer braucht. Seeschrein. Dann lass es mal nach dem Seeschrein. Vielleicht kommt er ja. Ah, ich habe sie schon angekündigt im letzten Video. Sie werden uns zuhauf auf die Nerven gehen. Okay. Das war das erste Rätsel. Das war nicht sehr leicht. Das hat man erst mal finden müssen. Okay, das war. Naja. Damit wären wir noch nicht im Hauptraum, sondern im Vorraum. Gut ist es hier, ein bisschen Platz zu schaffen oder Wege zu schaffen. Ah, das war gefährlich. Ich schätze, du solltest zuerst die Stalaktiten, so hießen sie, runterholen, die da von der Decke hängen. Die sehen mir verdächtig locker aus. Und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort runter. Ganz klein bisschen soll also heißen, ich muss da fette Bombenpfeile draufballern. Und ich sollte nicht daneben ziehen, weil ich nur noch drei habe. Korrigiere, zwei. Und vor diesen Teilen sollte man sich ganz besonders in Acht nehmen. Die regen mich so auf. Wenn man da nicht ausweicht, dann hat man ziemlich verkackt. So, jetzt den. Und eine habe ich noch. Eine Bombe. Pfeile habe ich noch mehr, aber man sieht gerade nur die Bomben. Die werde ich hierfür verwenden. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es da eine Truhe gibt, welche ganz schöne Sachen beherbergt. Nämlich 10 Wasserbomben. Und die hätte ich mir auch vorher teuer bei Burns erkaufen können. Aber da ich das wusste, habe ich natürlich gerne darauf verzichtet. Ich habe nämlich gar nicht mehr so viele Rubine. So, gehst du da hoch? Dankeschön. Und wir sind immer noch nicht im Hauptraum. Jetzt sind wir erst im Übergang. Auf dieser Brücke über den Wasserläufen. Und man sieht schon hier, das sieht schon sehr nach Labyrinth aus. So, der ist kein Problem, aber ich habe keine Lust zu kämpfen gerade. Ich gehe einfach dran vorbei. Diese Symbole auf den Türen, die kann ich nicht wirklich identifizieren. Die sehen immer so aus wie Monde ein bisschen, aber vielleicht jetzt hier passenderweise eher wie Schnecken. Da sind keine interessanten Sachen. Jetzt kommt nochmal eine Vorschau. Das ist nämlich endlich der Hauptraum. Mit all seinen Verzweigungen und Geheimnissen. Da sieht man auch schon direkt, wo man als erstes hin muss. Theoretisch. Jetzt gucke ich erstmal hier oben. Hier oben gibt es nichts Interessantes. Da haben wir schon gesehen, ist die Tante drüben. Jetzt muss ich erstmal einen Stockwerk tiefer gehen, damit ich überhaupt irgendwas machen kann. Oh, hier kann ich immer noch nichts machen. Da war aber eine Truhe. Vielleicht komme ich jetzt hier. Da ist eine offene Tür. Da kann ich jedenfalls rein. Und endlich eine Truhe, die ich öffnen kann. Wunderbar. Und es sind nur lächerliche Pfeile drin. Yay. Obwohl die gar nicht mal so schlecht waren. Ich hatte nicht mal so viele. Da kann ich später die Treppe drehen. Aber erstmal gehe ich hier rein. Und das war total unnötig, denn hier kann ich noch gar nicht weiter. Ich habe den Tempel immer wirklich gut auswendig gekonnt, aber inzwischen habe ich schon wieder so lange nicht mehr gespielt. Da muss ich wieder alles neu mir aneignen. Auf jeden Fall muss ich hier jetzt neue Wege mir auftun lassen.
um es gekonnt auszudrücken. Hochrollen geht leider nicht. Das ist sogar logisch. So, jetzt gucken wir erstmal links. Links. Da ist eine Tür, in die ich rein kann. Und hier ist nichts. Cool. Okay, ich gehe erstmal in die Tür rein. Und da kann ich wieder die Treppe ändern. Ja, supi. Da kann ich immer noch nicht weiter, denn da muss erst Wasser durchlaufen und das Wasserrad zum Drehen bringen. Das ist noch viel zu früh. Hoffentlich finde ich jetzt den richtigen Weg. Schon zweimal falsch gelatscht. Hier geht's runter. Da ist noch eine Tür und die ist zu. Da will ich nämlich rein. Jetzt hole ich erst die Tante ab. Komm raus. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich sie in der Kronmine auch geholt habe. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Sie ist so unnütz, um es mal so zu sagen. Hier kann ich noch nichts machen, also habe ich eigentlich wieder keine Wahl als die, die ich habe. Nämlich hier wieder. Ist das jetzt wirklich richtig oder war ich da nicht schon? Also wenn ich gleich beim ersten wirklichen Rätsel versagen würde, wäre das schon ein wenig erbärmlich. Erstmal den Fünfer aufheben. Und mir erst... Ah, hier war ich noch nicht. Sehr schön. Also ich bin richtig. Es geht voran. War alles so geplant für den Entwicklern. Und die Dungeon-Karte oder wie ich gerne sage, Dungeon-Karte. Weg damit. Die brauche ich nicht. Erstmal nicht. Oh, das Vieh. Das blöde Vieh. Ich kann es nur von hinten treffen, weil es ja vorne geschützt ist. Aber es hält schon ein bisschen was aus. Drei Treffer schon. Und der vierte. Und immer noch nicht tot. Der fünfte. Oder waren es doch noch vier? Ich glaube, es waren fünf. Aber es waren auch nur leichte Schwerthiebe. Hätte ich es richtig getroffen, wären es nur zwei bis drei Treffer vonnöten gewesen. Denke ich mal. Wie stellen wir das hier am besten an? Am besten mit Bombenpfeil. Muss ich da runter? Ich... Ja, natürlich. Denn jetzt kann ich auch nichts anderes groß machen. Aber ich werde später nochmal hierher kommen. Überlegen. Da drüben ist ein Herzteil, aber da komme ich noch nicht hin. Erst sehr viel später. Ah ja, okay. Da muss ich drüber. Und dann da. Das runterholen und dann kann ich da nämlich, wenn ich gescheit springe, warte ich noch, bis es oben ist, oder? Ach ja. Das passiert, wenn man nicht gescheit zielt. Das wäre unter einem Nicht-Analog-Stick nicht passiert. Okay, nächster Versuch. Das war genauso, wie ich es schon beim ersten Mal wollte. Nein! Nicht runterrollen. Am besten einfach nur die Truhe öffnen. Dankeschön. Ein kleiner Schlüssel, den ich nur für diesen Dungeon benutzen kann. Wie es halt üblich ist in Zelda-Universum. Und mit diesem kann ich dann in die Tür rein, die wir schon gesehen haben, im Hauptraum. Und da geht's dann weiter. Am besten gehe ich einfach hier hoch. Perfekt. Damit wäre dieser Raum vorerst abgehakt. Was ist das für ein Symbol wieder? Das ist immer so mysteriöse, abendländisch angehauchte
Ach, was sage ich eigentlich? Morgenländlich angehauchte Symbole. Nicht Abendland. Ja, ich muss da hoch. Die Schlüsseltür war irgendwo da oben. Irgendwie sehe ich jetzt zum ersten Mal diesen Fischkopf. Den habe ich noch nie vorher gesehen. Der tut bestimmt irgendwas symbolisieren, irgendwie. Zumindest kann man sich an denen wahrscheinlich orientieren. Hätte ich das früher nur gewusst. So. Nee, da ist auch ein Fischkopf, oder? Die sind über. Aber der ist zu, weil hier die Tür zu ist. Ah, das ist interessant. Jetzt ist er bestimmt aufgegangen. Da muss ich beim nächsten Mal gucken, wenn ich da rausgehe wieder. Hoffentlich denke ich dran. Das interessiert mich doch sehr. Ah, diese Gänge waren ein bisschen verwirrend. Ich bin gespannt, ob ich da durchkomme. Lass du mich mal in Ruhe, bitte. Hier dürften Bomben drin sein, genau weil ich die jetzt brauche. Und ja, genau. Nein! Das wollte ich nicht. Habe ich eine verloren. So, hoch da. Da ist auch nicht so schwer drauf zu kommen. Man muss sich aber nur ein bisschen umgucken, dann hat man sofort gesehen, dass man an der Wand rumklettern kann. Obwohl man beim ersten Mal ja viele offensichtliche Dinge übersieht. Deswegen ist es gar nicht mal so klar, dass man das findet. Besonders hier dann diesen Hebel, den übersieht man dann doch mal gerne leicht. War das der Weg? Hier wollte ich hin, genau. Ich glaube, ich wollte sogar direkt weitergehen. Ich gehe aber trotzdem erstmal hier rein. Jetzt komme ich dahin, genau. Bin mir gerade nicht sicher, wo ich genau hin will. Wahrscheinlich gehe ich falsch vorerst, aber das ist ja egal. Gucken wir uns ein bisschen um. Denn hier links ist ein Raum, den ich jetzt übersprungen habe. Und hier komme ich nicht weiter. Aber ich glaube trotzdem, hier musste ich hin, weil hier ein Schlüssel ist. Ja, genau. Sehr schön, dann bin ich doch völlig richtig gegangen. Kein Grund zur Sorge. Hier wird keine Sekunde verschwendet, scheinbar. Obwohl das gar nicht meine Absicht war, so eine Art Speedrun zu machen. Aber ich bin halt ziemlich gut in diesem Spiel, um mich mal dezent selbst zu loben. So, hier will ich keinen Pfeil verbrauchen, deswegen nehme ich nur die Bomben. Und weg. Warum man das immer so in Szene setzen muss, weiß ich auch nicht. Man könnte einfach den Felsen wegsprengen und dabei noch weiterlaufen können. Fände ich eigentlich besser. Und ein neues Gegnervieh, eine Art Kaulquappe. Ich guck mal, ob die irgendwie einen Namen hat. Ich frage mich nur. Okay, die gibt mir keine Infos zu den Gegnern. Wusste ich gar nicht mehr genau, weil ich die eigentlich nie darum frage. Ich glaube, ich will hier rein. Ja. Wie kriegt man also den Namen vom Gegner raus? Wahrscheinlich nur durch Internetrecherche oder irgendein, darüber muss ich, irgendein Spielführer. Eine andere Möglichkeit wüsste ich jetzt gerade nicht. Normalerweise sind es ja die Feen wie Navi und Taya, die sagen einem sofort die Namen. Ja, keine Ahnung, wie das hier geht. Beim Endgegner glaube ich schon, dass Midna da was sagt. Aber im Prinzip ist es auch gar nicht so wichtig. So, ich dachte immer, hier wäre eine Tür. Ich habe schon stundenlang hier rumgegeschlagen und alles versucht, aber das ist keine Tür, da kommt man nicht durch. Soll wohl nur irgendwie verwirren. Nehme ich mal an. Noch eine Truhe.
Mit Rubin? Nein, mit Bomben. Hier gibt es hauptsächlich Bomben, weil man die einfach braucht. Und 15 Bomben sind nicht die Welt. Die kann man leicht verballern. Verbomben. An die Truhe komme ich jetzt noch nicht. Da werde ich aber später hingehen nochmal. Denn entweder ist da ein Herzteil drin oder war das der Kompass? Es gibt noch so einen fast identischen Raum wie diesen hier und in dem ist dann wahrscheinlich der Kompass in so einer Truhe da oben. Kann aber auch sein, dass ich das verwechsel. Und wir fahren Wasserbahn. Yeah. I'm loving it. Jetzt muss ich hier in die Mitte noch diesen Schalter beziehungsweise dieses Teil darunter ziehen. Um es mal so salopp auszudrücken. Hier kann man auch ewig rumtauchen und rumsuchen. Hier gibt es nichts mehr Interessantes. Ich glaube ein paar gefräßige Fische höchstens. Jetzt das Wasser fließt hier entlang. Also gehen wir mal da entlang. Da waren wir noch gar nicht. Oder etwa doch. Jetzt haben wir nämlich einen Rundgang gedreht. Ja, hier war der Schlüssel drin. Und hier sind doch Rubine, oder? Ja. Ein paar nicht unerhebliche Rubine. Lass mich da rein, lass mich da rein. Dankeschön. Und hier geht's etwa nicht mehr weiter. Ah, da ist eine Fee. Die kann ich sogar einfangen. Aber brauchen werde ich sie eh nicht. Doch, vielleicht schon. Denn ich habe ja vor, 100% zu machen. Das heißt auch, einmal in die Trillhöhle zu gehen. Und die ist wirklich eine harte Nummer. Da werde ich wahrscheinlich schon ziemlich an meine Grenzen kommen. Aber hier scheint... Ich glaube, hier habe ich das sowieso nie aufgekriegt. Oder von der anderen Seite geht es, glaube ich. Auf jeden Fall ist diese Tür, glaube ich, auch ziemlich unwichtig. Ich wüsste gerade nicht, wie ich die aufkriege von dieser Seite. Auf jeden Fall erstmal irgendwie was anderes auf die Taste legen, bevor ich die Fee noch außersehen freilasse. Wäre nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Da wären wir wieder. Jetzt dreht sich das Ganze nämlich. Dank Wasser. Und irgendwo will ich jetzt rein. Es gibt nur eine Möglichkeit. Also denke ich mal, nutze ich diese und gehe hier rein. Und jetzt wollte ich einfach mal der Vollständigkeit halber hier noch aufmachen. Da war ich eben auch gerade. Falls ich es hinkriege, ich weiß nicht genau, wie das geht. Oder geht das überhaupt nicht? Ich glaube nicht, dass das geht. Schreibt mir jetzt bitte in den Kommentaren, wenn ihr es wisst. Ich wüsste gerade nicht, wie das aufgeht. Ich glaube, ich habe das auch noch nie geschafft. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Es gehört zwar nicht zu 100%, aber Geheimnisse, die ich nicht gelöst habe in Zelda, die sind auch sehr dazu verleiten, da weiter so zu suchen. Aber nicht in einem Let's Play. Das würde dann Stunden dauern. Ich würde da rumstehen und rumgucken. Deswegen verschieben wir das auf Offscreen-Zeiten. Man kann auch von dieser Brücke, wo ich gerade war, runterspringen und irgendwo da im Flusslauf rumsuchen. Da gibt es aber nichts Interessantes. Höchstens Rubine. So, hier steigt das Wasser auch. Denn ich habe jetzt noch mehr Wasser hierher geleitet. Schlüssel habe ich keinen, aber wir wissen ja, dass ich jetzt das Wasser das Wasser habe ich jetzt in die unteren Ebenen geleitet. Dadurch drehen sich einige Plattformen und dadurch könnte ich jetzt eigentlich schon wieder in den Raum zurück, den ich vorhin vorschnell abgeschrieben habe. Der war doch hier unten, oder? Irgendwo war der hier unten. Aber noch nicht hier. Ich gucke trotzdem noch mal kurz rein. Ich habe leider vergessen, die... Ah, das war die Falle.
in die andere Tür zu gucken, ob das Fischmaul da jetzt offen war. Aber egal. Ist das hier? Nein. Das ist noch zu früh. Hier ist auch nichts. Der Eis war's. Das müsste das Richtige sein. Da ist eine Truhe. Die hole ich mir aber erst viel, viel später. Kurz vorm Ende. Das ist kein... Ach, da komme ich her, oder? Da ist der Eingang. Wow, da bin ich ja total falsch. Geil. Supidubidubi. Dann machen wir den ganzen Kram nochmal, wie wir ihn am Anfang gemacht haben. Und zwar... das hier betätigen. Dann können wir da hoch. Dann bin ich wieder verwirrt, weil ich mir nichts gemerkt habe. Supi. Ein Wechsel brauche ich jedenfalls noch. Hier oben und dann kann ich runtergehen. Genau das hier war er. Und da unten muss jetzt die richtige Tür sein. Darauf hoffe ich doch mal stark. Sieht ganz gut aus. Und ich hoffe, das ist auch der richtige Raum, wo ich hin muss jetzt. Aber ich nehme es doch an. Ja, ich glaube, das ist der richtige Raum. Jetzt habe ich leider vergessen, in welche von diesen Türen, diesen beiden, ich zuerst rein muss. Ich glaube, ich nehme einfach mal die erste. Und hoffe auf gut Glück. Ich bin mir aber gerade etwas unsicher. Ist das ein Schlüssel? Sehr schön, dann muss es ja eigentlich richtig gewesen sein. Ich glaube, jetzt müsste ich hier wieder raus, aber ich gehe trotzdem weiter. Aber es kann sein, dass ich jetzt den kurzen Weg hier umsonst gehe. Wir werden ja mal reinschauen. Ja, das war falsch. Aber den Schlüssel habe ich trotzdem gebraucht. Definitiv. Sonst komme ich bei dem anderen Durchgang nicht weiter. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall brauche ich den Schlüssel für irgendwas. Das steht außer Frage. Ich kenne nur einen einzigen Schlüssel, oder sagen wir zwei, die man nicht unbedingt braucht in Zelda-Spielen. Den einen in Ocarina of Time im Wassertempel und den anderen in Majora's Mask im Eistempel oder Schneetempel. Im Pic Hibernia. Da kann man auch einfach einen einsammeln, den man nicht braucht. Ich glaube, ich gehe einfach weiter. Nee, ich bin zu neugierig. Aber hier dürfte es nichts geben. Außer 10 Rubine und ein Herz. Also doch gar nicht so unwichtig. Damit wären wir... ist das der richtige Weg? Ich hätte jetzt gesagt, das wäre der falsche. Nein, 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 nein. Was ist hier los? Was hat dieser Stein da zu suchen, dieser Felsbrocken? Ach, den musste ich sogar wegmachen. Sonst käme ich da gar nicht weiter. Daran erinnere ich mich gar nicht mal wirklich so. Hilfe, ein Muschas. Ah! Okay, weiter. Das war wohl richtig. Hoch, 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 hoch. Ja, jetzt bin ich genau da, wo ich hin muss. Herzlich willkommen zum ersten Zwischenboss oder auch zum einzigen im Wassertempel.
Mr. Stinkfrosch möchte ich ihn mal betiteln. Hat kleine Winzigkeit Ähnlichkeiten mit dem Endgegner aus Super Mario Bros. 2, den ich gerade besiegt habe. Das war auch so ein Froschkönig. Das ist so eklig. Aber er ist nicht sehr stark. Eigentlich kämpfen nur seine Kinder für ihn. So. Weg damit. Man muss nicht groß auf sein Herzen achten. Weil die vertragen nur einen Schlag und ich habe gerade mal 1,5 Herzen abgenommen bekommen. Also das ist echt nicht der Rede wert. So, ach, ich muss nach vorne und nicht nach hinten. Und dann die Zunge, die er witzigerweise raushängen lässt, kaputt hauen. Und jetzt einfach nochmal zweimal dasselbe. Da war jemand etwas einfallslos, glaube ich. Also wenn ich da die Endgegner in Skyward Sword betrachte, das waren doch wirklich ganz andere Kaliber. Nicht nur vom Schwierigkeitsgrad her, auch vom Einfallsreichtum. Da muss ich Skyward Sword jetzt schon mal loben. Aber es kann auch sein, dass ich da noch ein bisschen voreingenommen bin, weil ich es gerade zum ersten Mal spiele. Da ist es ja immer ein bisschen durch eine andere Brille betrachtet. So. Da brüllst du, ne? Das tat weh. Kommt mal her, ihr Klein. Ich will denen eigentlich gar nicht wehtun, aber wenn sie mich angreifen, dann habe ich keine Wahl. Und da es immer wieder Herzchen gibt, kann man hier eigentlich gar nicht irgendwie in Bedrängnis geraten. Oh, das. Eigentlich hätte er mich erwischen müssen, aber. Naja. Erwischt. Und tot. Fette Qualle. Kotzt dann nochmal was aus und dann ab mit ihm ins Reich der Schatten. Was haben wir denn da? Eins der beliebtesten Gegenstände in Zelda. Auch für mich. Hier heißt der Greifhaken. Ich nenne ihn halt immer Enterhaken, denn das ist einfach der Enterhaken für mich. So, machen wir das so. Meine übliche Kombination. Und ich glaube, Midna wollte noch was sagen, oder? Scheinbar nicht. Seltsam. Da gab es, glaube ich, nichts mehr. Doch, da gibt's noch was. Da war ich noch nie. Da wird's aber nur irgendwelche Rubine geben, deswegen ignoriere ich die jetzt einfach. Und gehe einfach hier weiter. So, hier gibt's nämlich so auch noch Rubine. Die kann ich bald keine mehr tragen. Obwohl ich jetzt die große Geldbörse habe, also wird's schon reichen. Aber eigentlich mangelt's selten an Geld in Zelda. Den kann ich jetzt mal schön gepflegt einen reinhauen. Weil ich ihm die Maske vom Gesicht reißen kann, aber dafür kriegt man seinen Bruder. Toll. Ich schau einfach ab. Wenn sich die Familie einmischt, dann ist Schluss. Dann geht's nicht weiter. So, ich gehe hier direkt runter. Nein! Voll verpasst. Hätte ich lieber lassen sollen. Mache ich mich hier hoch. Jetzt aber. Nicht nochmal runterfliegen, bitte. Dankeschön. Das war's aber jetzt erstmal für den Raum. Ich werde ihn noch ein drittes Mal aufsuchen, aber jetzt ist es noch zu früh. Und ich werde ihn auch von oben nochmal sehen. Aber nur nebensächlich. Also ich werde ihn erkennen, dass es der Raum ist, aber ich habe mit ihm selber eigentlich nichts zu tun. Es ist halt einfach der Raum oben drüber. So, ich habe keinen Schlüssel schon wieder. Ich kann jetzt sowas Cooles machen. Die Seiten wechseln. Jetzt ist nur die Frage. Jetzt bin ich nämlich noch verwirrter. Die eine Truhe, die ich vorhin angesprochen habe, in diesem Rutschraum, Wasserrutsche, das kann eigentlich schon der Kompass gewesen sein, der mir ist gerade eingefallen, wo das zweite Herzteil ist, da oben nämlich.
Das werde ich mir auch gleich holen. Ich glaube, jetzt mache ich nur das. Das war wohl gut. Jetzt kann ich mir das Herz noch nicht holen, weil ich da nicht hochkomme jetzt. Es sei denn mit Eisenstiefeln, aber das lasse ich jetzt mal sein. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Weg. Ich bin etwas konfus, also echt, weil ich nicht so ganz Ahnung habe, wie es wirklich weitergehen soll. Ich komme zwar weiter, aber ich erinnere mich halt nicht wirklich daran. Was hier eigentlich auch ganz interessant ist für ein Let's Play, wenn man nicht alles weiß. So, der Raum. Ich glaube, ich habe den einen verwechselt vorhin. Okay, egal. Der Raum gefällt mir auf jeden Fall nicht, besonders auf dem Rückweg. Mal sehen, wie ich das jetzt mache. Die Fledermäuse nerven natürlich auch immer wieder. Hier dürften Bomben drin sein. Deswegen hebe ich mir die jetzt auf. Wegen einer Bombe hole ich keine 5 oder 10 Bomben aus der Truhe. Gehen wir noch höher. Ich glaube, hier habe ich lange gebraucht. Da muss man am ersten spielen, bis ich das gefunden habe. Wie es hier weitergehen soll. So, und dann am besten Insistor. Denn da war ich wohl noch nicht drin. Oder? Nee, eigentlich noch nicht. Was ist denn da oben? So was. Oh, hab sogar getroffen. Das wollte ich gar nicht. Ja. Du gibst mir da unwichtige Tipps. Dich hole ich jetzt mal da raus. Vorher konnte ich den, glaube ich, gar nicht besiegen ohne den Enterhaken. Hier geht's erst durch, wenn das Wasser läuft. Nein, ohne nicht, ohne mich. Eigentlich müsste er hier locker oben drüber klettern können, aber. Eigentlich müsste er jetzt doch hier hoch. Dankeschön. So. Und wo geht das Ding hier? Ah, ich sehe schon. Erstmal machen wir dich alle. Und noch eine. Haha, zweier Feinstreich. Dann können wir das Türchen aufmachen. Und hier hoch. Komm, komm, komm. Ah ja, jetzt kommt die zweite Wasserrutsche in Fahrt. Die ich auch sofort in Anspruch nehmen werde, denn ich glaube, mir fehlt jetzt gerade nichts mehr. Okay. Gehen wir hier hoch. Ist ein bisschen anders, damit man sie wohl von der anderen unterscheiden kann. Denn hier gibt es so lustige kleine Lücken, die man beim ersten Mal wohl ganz leicht übersieht oder sich in diesen Wasserstrudel zieht und dann runterfällt. Okay. Und ich glaube, diese Gegner gab es auch nicht bei der anderen Rutsche. Und wieder so eine irreführende Mauer. Hilfe. Da hat er mich voll erwischt. Oh, das war überraschend. Hier hole ich mir die Truhe. Warum auch nicht? Weil ich hier nie wieder hinkomme. Und dasselbe Spiel. Was geht mit dir? Da kommt die Kante der Show. Jetzt aber. Wie unbeholfen bist du? Ich glaube, das macht jetzt nichts, wenn ich zuerst das Wasser runterlasse. Und mir dann die Truhe schnapp.
Das dürfte der Kompass sein. Ich frage mich nur, was in der anderen Truhe drin war, ist. Ich nehme an, es sind nur 50 Rubine. Denn was anderes kann das gar nicht sein in so einer großen Truhe. Supi. Deswegen werde ich den anderen Raum jetzt nicht nochmal aufsuchen. Denn wie gesagt, ich weiß, wo die zwei Herzteile, die es in jedem Dungeon gibt, wo die sich befinden. Ich habe zwar noch keins, aber ich habe sie vor Augen. Vor meinem geistigen Auge. Und ein Trifork. Warum auch immer das hier abgebildet ist. Lass mich einfach hier weiter. Erinnert ein bisschen an den Gecko aus Majora's Mask. Dieses Viech, dieser Lursch. Wo bin ich jetzt? Ja, das darf ich nicht verpassen. Sonst habe ich ein Problem, denn da dürfte ein Schlüssel drin sein. Tentachas oder Tentoxas, ganz viele Tentoxas. Nein, nur ein Rubin, 20 Rubine. Wirklich? Ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet. Musste ich hier hin? Ich glaube gar nicht. Wie komme ich hier weg, ist die wichtigere Frage. Hier durch vielleicht? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Also jetzt bin ich mal richtig verwirrt. Was? Wo bin ich denn? Ich bin in der Irre. Hier komme ich nicht mehr weg. Hä? Was? Ah, kann ich das vom Wasser aus benutzen? Da war ich doch noch nie, oder? Ach du Scheiße, mein Herz. Bin ich nicht von hier gekommen? Doch, eigentlich schon. War wohl für die Katz. Okay, total für die Katz. Mein Herz. Ach, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich trottel, ich blöde. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Anfängerfehler. Da sind Piranhas, ihr seht sie. Im Wasser. Oder was auch immer das für Fische sind. So. Jetzt ist das richtig. Jetzt ist das Wasser jetzt auch höher, wo ich eben war. Und dann kann ich da wahrscheinlich weiter. Zum Glück bin ich da wieder rausgekommen, sonst hätte ich das Spiel wegschmeißen können wahrscheinlich. Jetzt ergibt das Dreieck auch irgendwie einen Sinn, dass da abgebildet ist. Wo kommt der jetzt eigentlich her? Aus dem Nichts respawnt. So, jetzt aber. Ja, jetzt ist es hoch genug. Da ergibt das alles wieder Sinn. Du, so macht das Spaß. Da sind nur irgendwelche unwichtigen Pfeile oder Bomben drin. Wahrscheinlich Bomben. Deswegen werde ich da wohl nicht hingehen. Nochmal. Jetzt muss ich aber überlegen. Jetzt dreht sich das. Das bedeutet, jetzt kann ich in diese andere Tür rein. Und das will ich auch tun. Und zwar jetzt, oder? Ja. Denke schon. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Dann hole ich mir am besten jetzt diesen Master-Schlüssel. So. Oh, verpasst. Kann ich da direkt hin, ist die Frage.
Nein, sieht nicht so aus. Dann muss ich mich erst an diesen hangeln. Komme ich da auch nicht dran oder was? Kann doch nicht wahr sein. Sekunde mal. Irgendwie muss das doch gehen. Ich muss hier doch zurückkommen. Das muss gehen. Komm, 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 komm. Wenn das nicht geht, dann muss ich das irgendwie anders machen. Ah, jetzt geht's komischerweise. Keine Ahnung, warum es eben nicht ging. Irgendwie. Warum? Ah! Es geht, wir haben es gesehen. Muss ich jetzt denselben Scheiß nochmal machen? Moment, kann ich das nicht irgendwie cheaten? Dass ich mich irgendwo hier fallen lasse. Das wäre gewagt. Und hier wäre es möglich, würde ich sagen, behaupten. Probieren wir es mal. Da rutsche ich zwar ab, aber da war doch noch irgendwie... Nee, scheinbar nicht. Schade. Ich glaube, dann sollte ich lieber beim Spielprinzip bleiben. Ich würde es doch gerne irgendwie mir erleichtern, die Sache. Ah, sehr schön. Jetzt bin ich zumindest schon mal beim Anfang. Das ist ein. Jetzt gehe ich ganz kurz die Tür wieder raus zur Sicherheit. Dann habe ich hier diesen Speicherpunkt, wenn ich in den Abgrund mich nochmal stürzen sollte. Dann komme ich hier raus. Und den verpasse ich jetzt. Okay, warte ich den nächsten ab. Das ist zugleich so ziemlich mein Hassraum zumindest gewesen. Aber nur bis ich den nächsten dann kennengelernt habe. Weil der nächste, das ist ein richtiges Labyrinth. Aber nur beim ersten oder zweiten Mal spielen noch. Inzwischen würde ich sagen, komme ich damit ganz gut zurecht. Und wahrscheinlich, weil ich das gesagt habe, wird es diesmal beschissen laufen. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Ich wollte nur, dass ich noch eine Runde drehen muss. Muss ich sogar jetzt. Toll. Die sind total unnütz, diese Fledermäuse. Die könnten ja gar nicht überleben. Wie kommen die so tief unter Wasser? Och, jetzt kommt die nächste, oder was? Ihr wollt mich doch alle verarschen. Nein! Ich glaube, ich muss noch eine Runde drehen. Weil immer wieder die nächste Fledermaus kommt. Das haben die so beabsichtigt, die Entwickler, damit es immer noch künstlich verlängert wird. Jetzt drehe ich schon hier 5 Minuten rum. Endlich, Dankeschön. Jetzt komme ich direkt dahin. Ach man. Endlich. Und schon kommt die nächste Fledermaus. Hauptsache, ihr könnt mich verarschen. Jetzt bloß nicht runterfallen, ich will nur die Herzchen. So, willkommen zum Albtraum des Tempels. Wenn man ihn nicht in- und auswendig kennt. Ich überlege gerade. So ganz kenne ich ihn halt auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist er schon etwas sehr verwirrend mit seinen Gegnern und Tentoxas. Ich probiere es mal hier. Genau, das sieht gut aus. Bomben. Falls man keine Bomben mehr hat, dann macht das gar nichts, denn hier gibt es so Bombenfische, die man einfach mal anschlagen muss mit dem Schwert und dann explodieren sie.
Man kann ja schönerweise auch unter Wasser sein Schwert schwingen. Genauso wie auf dem Pferd oder auf einem Schwein später. Ja, ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Aber ich glaube, er ist noch zu früh. Kann das sein? Bin ich hier schon zu früh? Wäre möglich. Auf jeden Fall gibt es hier noch unwichtige Bomben wahrscheinlich. Hier kann ich noch hin. Wo geht es da bloß hin? Hm? Irgendwo weiter. Interessant. Aber scheinbar war das ziemlich richtig. Bin ich jetzt zu früh oder bin ich hier optimal? Ich glaube, ich bin hier goldrichtig. Ja. Jetzt hole ich mir erstmal die Töpfe hier, bevor ich sie gleich nicht mehr holen kann. Beziehungsweise den Inhalt der Töpfe. Komm, lass mich in Ruhe. Blöder Gecko oder was auch immer du bist. Stirb doch einfach. Kaum ist er tot, ist plötzlich die Blase weg. Wie aus Zauberhand. 10 Rubine. Mann, werde ich hier reich. Ich gehe als reicher Mann hier raus. So, da geht das auf. Dann habe ich gar keinen Eisstiefel gebraucht. Dann kann ich mich zum Masterschlüssel abseilen. Juhu. Yes, sir. Damit wäre der Tempel also geschafft, sozusagen. Denn wenn man den Masterschlüssel hat, dann ist man für gewöhnlich durch. Man muss nur noch zur Tür kommen, die den Masterschlüssel braucht, um geöffnet zu werden. Und ihr erinnert euch, hier war ich eben schon mal und hier wäre ich beinahe auch reingegangen, aber da komme ich leider nicht hoch zur Masterschlüssel. Ist mir schon öfters passiert, dass ich dann nicht mehr weiter wusste, aber diesmal hat es richtig gut geklappt. Ist das schon der Ausgang hier? Das wäre ja zu gut, wenn ich direkt den Ausgang finden würde. Ich will nach oben. Das ist der Ausgang, wow. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell den Raum hier geschafft. Das war echt ein Albtraum. Ja, und jetzt der Rückweg hier, der ist halt auch nicht so schön. Weil man da halt Geduld haben muss und eigentlich will man nur zum Endgegner noch. Ich glaube, ich muss auf dem hier landen, genau. Dann perfekt. Genau, da muss ich am besten hier landen. Da habe ich auch schon lange gerätselt mal. Aber von hier aus dann hier hinziehen. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und dann wäre dieser Raum schon geschafft. Yes, sir. Sehr schön. Dann wollen wir halt noch die zwei Herzteile uns schnappen. Die wir noch überhaupt nicht... jetzt, genau. Jetzt kommt da die zweite Ladung Wasser runter und jetzt ist es hoch genug, damit ich zum Endgegner kann. Ja, ich muss hoch, auf jeden Fall. Machen wir das mal so. Das Fischding ist zu. Das war wahrscheinlich die zu eine Tür und die geht also, das Maul geht nicht auf. Das war ja das, was ich wissen wollte. Das ist interessant. Ich
glaube, das war die falsche, genau. Das wollte ich nicht machen. Ja, genau, hier war das. Ich glaube, das ist richtig. Sei denn, ich bin da gerade hergekommen. Ich glaube es aber nicht. Wie kann die da hoch? Kommt die zu mir hoch oder was? Wie kann die da schwimmen? Na komm, ich spring euch um. Ihr wollt es nicht anders. Und du auch. So, jetzt holen wir das erste Herzteil. Auf dem Kronleuchter. Sehr ausgefallene Idee. Auf der anderen Seite am besten aufmachen. Wo muss ich runter? Am besten schmeiße ich mich da in die Tiefe. Autsch, das musst du mir tun. Ja, wenn ich die Karte benutzen würde, wüsste ich, wo ich hin muss. Aber ich glaube auch so, dass ich jetzt richtig bin. Denn an den Typ erinnere ich mich doch. So, das ist der richtige Raum. Sehr schön. Läuft ja alles supi. Da geht die Brücke hoch und die führt mich zum Herzteil. Perfekt. Jetzt nur noch ein bisschen Geduld haben. An der richtigen Stelle abspringen. Oder wahrscheinlich muss ich gar nicht Geduld haben. Ich hätte auch direkt rüber gekonnt. Aber das Risiko gehe ich jetzt einfach mal nicht ein. So, jetzt kann ich aber abspringen. Bin mir nicht sicher, ob ich da... Doch, eigentlich schon. Okay. Jetzt sehr schweres Rätsel, hm? Nein, die geht zu. Deswegen ziehen wir uns am besten diesen Möchtegern-Kronleuchter. Und werden überrascht von ganz vielen... Okay, nur ein. Eine Echse. Und die machen wir mit dem Fangstoß alle. Und holen uns den letzten großen Schatz in diesem Tempel. Da staunt der Link. So, wie komme ich denn jetzt hier raus, hm? Das ist die Frage. Am besten bleibe ich einfach hier drin und beende das Let's Play. Ach was. Irgendwie geht's hier schon raus, am besten hier oben. Na, na. Dankeschön. Damit können wir uns nun zum Endboss begeben. Denn alles erledigt. Und das in einer akzeptablen Zeit. Da bin ich doch hoch erfreut. Da bin ich doch ganz gut durchgekommen. Ohne allzu groß in Bedrängnis zu geraten. Ist hier noch irgendwie eine Rubine? Dann will ich eigentlich nur hier runter. Schaffe ich nicht, weil ich diesen kleinen Sprung nicht schaffe. Schaffe ich das echt nicht? Wahnsinn. Na gut, dann machen wir es auf die altmodische Weise. Und suchen uns eine freie Lücke und stürzen uns da rein. Diese Truhe, ich habe euch gesagt, ich hole sie noch. Müsste ich nicht, aber mache ich jetzt. Wichtiges ist nicht mehr drin. 20 Rubinchen und die Piranhas haben wir auch mal kennengelernt. Dann begeben uns wir uns nun zum großen, furchteinflößenden, mysteriösen Wasserbaron. Oder auch nicht. Ich habe leider keine leere Flasche mehr und volle Energie. Also muss ich leider sagen, ihr seid für die Katz. Ihr Feen. So, ich ziehe die Stiefel mal an. Und der Kampf wird sich auf dem Grund des Sees
Was ist das denn? Was ist das denn? Das kennen wir doch aus Ocarina of Time, so ähnlich zumindest. War auch so ein Tentakel mit einem Auge. Aber hier muss natürlich noch eins draufgesetzt werden und es kommen ganz viele von diesen Viechern, aber nur ein Auge, das ich treffen kann. Und noch ein riesiges Fischmaul. Urzeitfisch, Octopesco. Octobusquesco. So, das macht man ein bisschen geschickt, indem man das Auge anvisiert und sich nicht auf seine freien Anvisiermöglichkeiten beschränkt. Und da ist er schon ein bisschen angesäuert von einem Schlag. Und schickt seine Bombenfische auf mich los. Oh, das ist nicht gut. Hat er mich erwischt. Passiert mir meistens. Obwohl das eigentlich nicht sein muss. Jetzt am besten mal die Schuhe ausziehen, damit man wieder in Sicherheit ein bisschen gehen kann. Schuhe wieder an. Dann kann man nämlich auch schön ziehen. Nur leider werden die Bombenfische hier auch zum Ziel anvisiert. Die sollen halt das Ganze erschweren. Dadurch, dass man sie halt... Nein! Scheiße! Und noch ein Herzchen weg. Von dem muss man sagen, nimmt er ganz schön viele Herzen weg. Also, das ist nicht üblich für Bosse in Twilight Princess, dass sie so viel abziehen. Aber normalerweise sollte er einen ja auch gar nicht kriegen. Da ist es. Dankeschön. Ich glaube, das war's. Nein, immer noch nicht. Ein fliegendes, rumfliegendes Auge, ganz allein. Hat man auch noch nicht oft erlebt. So. Hab's. Na komm, ich muss treffen. Hab es. Nee, ich hab's nicht. Scheiße. Ich hatte es doch, Mann. Das wäre der entscheidende dritte Schlag gewesen. Welch dicke Säulen. Oh, ich war ein bisschen zu weit weg. Wo ist das Auge? Da ist es. Hab dich. Muss das wehtun, von so einem Ding da getroffen zu werden. Das müsste ja auch jetzt reichen. Schön, gewonnen. Aber nein. Jetzt kommt der schöne Boss erst richtig zum Vorschein. Setzt sich groß in Szene. Sieht echt bombastisch aus. Und die Musik. Genial. Wirklich ein sehr schöner Boss. Aber leider keine sehr große Herausforderung. Urzeitfisch, das haben wir ja schon gesehen. Octavesco oder so. Da muss man halt mitschwimmen. Und dann im richtigen Zeitpunkt sich da dran ziehen und dann einfach draufschlagen. Für einen Film würde das ganz geil aussehen. Zum selber spielen ist das ein bisschen zu lasch. Das wäre schon Nummer 2. Sollte aber doch nicht reichen. Das wäre schade drum. Komm. Nein, leider reicht das nicht. Und er will noch mehr Säulen umwerfen. Damit der Tempel auf mich einstürzt. Aber das werde ich verhindern. Mit dem entscheidenden Schlag. Sieg! Für die Gerechtigkeit. Warum sind es eigentlich so oft Tiere, die Bösen? Als ob sie was dafür könnten. Jetzt hat er ein Loch reingemacht. Oh nein, er sinkt das. Der Wasserpegel natürlich. Aber dass er so schnell abfließt, das ist unrealistisch. Aber das macht ja nichts. Juhu!
Damit hätten wir den dritten Schattenkristall eingesackt. Hallo Midna. Da ist er ja, der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Also gib ihn mir schon, ja? Jetzt schau mich nicht so an, ich brauche ihn nur einmal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santo klarzukommen. Ist er schrecklich, wie der sich als König des Schattenreiches aufspielt. Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Da bin ich aber mal gespannt. Ist doch in Ordnung, oder? Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich jetzt bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Jetzt entschuldigt sie sich, was ist denn jetzt los? Wahnsinn, das hätte ich nicht von ihr gedacht. Kein schlechter Charakterzug. Also gut, gehen wir. Jo, aber ich vergesse natürlich nicht den Herzcontainer. Das wäre ja fatal. Und das war dann der Wassertempel. Ja, dann sage ich mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bin ganz gut durchgekommen, hat Spaß gemacht, für mich auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, bleibt sauber und tschüss.